Und weiter geht es mit einer neuen Folge von Das Vermächtnis, der Baum des Lebens. Wir befinden uns immer noch in Venedig. Die Anfangsszene ist eingetroffen, dieser Gondolier, Bote, der uns die Uhr gebracht hat, diesen Chronometer, ist auf mysteriöse Art und Weise verstorben. Und wir sollen uns mit dem Graf von Saint-Germain treffen. Die Sache ist halt nur die, wir haben seine Adresse nicht. Er sagte aber, die wäre in der Uhr eingraviert, deswegen... Da sind zwei Gravuren im Uhrengehäuse. Mary Celeste 1872 und Benjamin... S. Biggs. Ja, die Sache ist halt nur die, es wäre ja irgendwie hier eingraviert, aber... Ist halt die Frage, wie. Und ich habe jetzt irgendwie gehofft, wenn ich mir die näher angucke, dass es was bringen würde. Aber nein, tut es nicht. Gut, Probieren geht über Studieren, heißt es. Ja. Gut. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Ich weiß jetzt nicht so recht. Denk nach, Sylvie. Wir Stift? Brauchen eine. Nein. Macht ja alles keinen Sinn, was ich bei mir habe. Doch mal mit dem Typen nochmal reden? Nein. Passt auch nicht. Der Schredder macht ja auch keinen Sinn. Och, ich erschrecke mich jedes Mal vor diesem Feuerwerk. Kommen Sie her! Hey! Ah, guck mal, da gibt's jetzt noch einen maskierten Mann. Und da ist jemand Mysteriöses. Aber wir reden erstmal mit den Leutchen hier. Hi, wie geht es Ihnen? Großartig, nicht wahr, Bianca? Geht es nicht. Das war toll, als du in den leeren Brunnen springen wolltest. Das sagt jeder, aber ich kann mich eigentlich an gar nichts erinnern. Typisch Arnolfo, so geistesabwesend. Was haben Sie heute Abend vor? Heute Abend wird es kulturell. Zuerst die Lesung über Architektur, dann eine Unterhaltung mit dem Sprecher, ein paar kostenlose Gläser Wein. Ein Autogramm, ein gemeinsames Foto. Dann wieder etwas kostenloser Wein. Mit den neu gewonnenen Freunden in ein Restaurant. Eine Gelegenheit für noch mehr kostenlosen Wein. Eine unerwartete Begegnung mit ein paar alten Freunden. Zeit für ganze Flaschen Wein. Ein unvermeidlicher Besuch bei dem üblichen Geldautomaten. Und dann machen wir Nägel mit Köpfen. Stangen schwingend durch die Kanäle. Hast du deine Lektion nicht gelernt? Hast du schon vergessen, wie du mitten im Kanal an einer stecken gebliebenen Stange festgehangen bist? Ah, ich saß nicht fest. Das war Absicht. Egal, wie oft du das versuchst, das bekommst du nicht noch einmal hin. Das werden wir ja sehen. Das werden wir sehen. Ja, es sei denn, ein Gondoliere hilft dir. Oh, du wirst überrascht sein. Je älter der Gondoliere, desto härter die Stange. Also, was halten Sie von unserem Plan für heute Abend? Sehr ambitioniert. Ja, nichts tun. Punkt 1 auf der Liste ist gestrichen. Kein kostenloses Glas Wein? Du hast immer nur eins im Kopf. Kein Fest für die Seele. Die Lesung wurde abgesagt. Wie können Sie Ihrem loyalen Publikum einfach den Rücken zukehren? In der Scuola wurde ein Mord begangen. Ein Mord? Was ist passiert? Man könnte sagen, jemand wurde erschossen. Schrecklich. Ich habe dir gesagt, ich habe die Polizei gesehen. Sind Sie auch wegen der Lesung hier? Ja. Dann begleiten Sie uns doch. Ich kann nicht. Ich habe eine Verabredung am... Oh, ein Rendezvous? Nein, einfach eine Verabredung. Machen Sie sich keine Sorgen. Vielleicht ergibt sich ja etwas. Reden Sie mit niemandem so. Ja, da ist Mord passiert, ne? Dies und das und jenes. Kennen Sie das Casa Celeste? Sie meinen den Palazzo Celeste? Palazzo. Ach, Sie müssen den Kanal entlang. Geradeaus, rechts, links, zweimal rechts. Viermal rechts. Du willst sie im Kreis schicken? Oh, das wäre doch lustig, oder? Warten Sie, wie heißen Sie? Sylvie. Ah, wie diese Archäologin. Aber wissen Sie, es wird schwer werden, eine freie Gondel zu finden. Die Boote sind überfüllt. Es sei denn, Sie nehmen den Vampiretto. Sie können es mit Ertrinken probieren. Wenn eine Gondel vorbeikommt, springen Sie von einer Brücke. Die Passagiere fangen an zu schreien. Der Gondoliere zieht Sie an Bord. Das funktioniert?
Das ist den Versuch nicht wert. Das Kanalwasser stinkt fürchterlich. Ich weiß. Ein Wassersegway wäre ideal für Sylvie. Man kann hier verschiedene Sportarten betreiben, aber glauben Sie mir, ein Bad im Winter ist nicht wirklich die beste Idee. Arme Archäologin. Welche? Die Lesung halten sollte. Noch einen Drink und sie wird wieder normal. Warum arm? Haben Sie das nicht gehört? Sie wurde erschossen. Nein, nicht sie. Sie wollte ihr Buch promoten. Vielleicht war es ein enttäuschter Leser, hm? Anstatt ein Computerspiel zu kaufen, gab er sein ganzes Geld für ein bisschen Papier aus. Ein Verrückter. Nur Verrückte erschießen Leute. Vielleicht war es ein Kritiker, hm? Er wollte gerade zu einem Spiel, als sein Redakteur ihm sagte, er müsse dringend eine Kritik über eine beliebte wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Er muss Spezialist für Kriminalromane gewesen sein, weil er wusste, wie man mit einer Pistole umgeht. Aber er kam mit dem Buch nicht klar, also tat er das Einzige, was er machen konnte. Peng! Er wusste nicht, dass man den Klavierspieler nicht erschießt. Hören Sie mir zu. Die Frau lebt. Das sind tolle Neuigkeiten. Lassen Sie uns feiern. Wurde sie gerettet? Die sind ein bisschen durch, ne? Ich glaube, das war ein bisschen viel kostenloser Wein. Jemand anderes wurde getötet. Ein Gondoliere. Oh, ich hatte schon so ein Gefühl, dass wir heute kein Taxi erwischen würden. Erklär's mir, Bianca. Warum sollte ein Kritiker einen Gondoliere erschießen? Würdest du so ein Buch kaufen? Der Gondoliere war also auch Schriftsteller? Nein. Würdest du das Buch anstatt eines Spiels kaufen? Ich? Natürlich. Ich würde es kaufen und sie bitten, es für mich zu signieren. Ja, genau. Ich kenne dich. Du würdest mit ihr flirten. Ich würde sie zu einem kostenlosen Glas Wein einladen. Hast du nicht gehört, dass sie nur knapp gerettet worden ist? Was wäre, wenn du kostenlosen Wein mit ihr trinken würdest und plötzlich würde der Kritiker auftauchen und... Peng! Ich würde sie retten. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was es bedeuten würde, für ihr Leben verantwortlich zu sein? Oh Mann! Ihr wird fast zusammengesponnen. So entstehen Gerüchte. Ich habe einen Kurs in Lebensrettung absolviert. Ich würde ihr eine Herzmassage verabreichen und dann Mund zu Mund. Oh, Fußmassage wäre am geeignetsten. Was? Was für ein Lebensretter bist du eigentlich, wenn du nicht weißt, dass sämtliche Stellen des Körpers eine entsprechende Stelle am Fuß haben? Du müsstest nicht ihr Herz brutal zusammenpressen. Ihre Brust? Du Lustmolch. Sie hat schon genug Gewalt erfahren. Du könntest die Herzgegend an ihrem Fuß suchen und sie sanft mit dem Daumen massieren. Langsam. Ah, genau so werde ich sie retten. Ich zeige dir, wo der Punkt ist. Ach, Sylvie, ich schaffe es nicht. Vielleicht könnten Sie es ihm zeigen. Wissen Sie was? Ich werde das Buch samt Autogramm für Sie besorgen. Warten Sie einen Moment. Cool. Aber machen Sie sich keine Gedanken, wenn es nicht klappt. Ein paar kostenlose Gläser Wein tun es auch. Und belästigen Sie die Dame nicht zu sehr. Sie ist gerade erst gerettet worden. Sie verdient etwas Ruhe. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Stadt. Ciao! Sie finden uns im letzten Schuppen der Auffahrt. Beschwipst. Aber trotzdem ein lustiges Pärchen. Ich würde gerne mit Ihnen zusammen Spaß haben. Da ist noch ein Maskierter auf der Brücke. Ich werde ihn ansprechen. Der sieht aber sehr mysteriös, seltsam aus, als sollte ich den besser nicht ansprechen. Eine Gänsehaut. Ist aber gut, dass der nicht abhaut, ne? Ich werde es heimlich signieren, damit sie nicht mitbekommen, dass ich der Autor bin. Nachdem was passiert ist, halte ich mich lieber bedeckt. Ich werde es heimlich signieren, damit... Heimlich signieren heißt, ich gehe mal kurz hierhin, signiere es. Yep. Wow. Hauptsache nicht im selben Bild mit denen. Ich habe das Buch für Sie. Mit einer Widmung. Für Bianca und Arnolfo, echte Liebhaber der Archäologie. Ich hoffe, Sie sind immer für einen Spaß zu haben. Sylvie Leroux. Oh, schön. Das haben Sie fantastisch gemacht, mein Mädchen. Aber wissen Sie was? Ich habe so ein Gefühl,
Wir sollten der Autorin persönlich danken. Ich glaube, sie hat heute schon viel zu viel durchgemacht. Arnie, ich weiß, dass du ein wundervoller Lebensretter bist, aber lass uns das Schicksal nicht versuchen. In Ordnung. Was fangen wir also mit so einer vielversprechenden Nacht an? Ich bin sicher, das bekommen Sie schon hin. Ich habe etwas vor. Ein Mann! Sylvie, wenn Sie sich lange genug unterhalten haben, nehmen Sie ihn einfach mit in die Stadt. Sie werden es nicht bereuen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt möchte. Arnie, dränge sie nicht. Sie ist sich bei dem Kerl noch nicht sicher. Sylvie, da Sie ein Rendezvous haben, können Sie nicht so auffällig herumlaufen. Ich habe kein Rendezvous. Jedes anständige venezianische Mädchen trägt eine Maske, wenn sie zu einem Rendezvous geht. Nehmen Sie sie, ohne Maske sind sie auffällig nackt. Sie fallen einfach auf. Danke. Gut, dass ich eine hab. Jetzt. Und noch eins. Ich nenne es den Baron Münchhausen-Trick. Wenn sich herausstellt, dass der Typ nichts isst oder gar lästig wird, stecken Sie ihm eine Fackel an und entzünden Sie sie. Sie werden ihn in 0, nichts los. Gehst du nicht ein bisschen zu weit? Das Mädchen könnte es wörtlich nehmen. Hör auf zu heulen. Ich liebe dich, weil du so verrückt bist. Und jetzt müssen wir etwas für Sylvie Leroux tun. Was meinst du? Ich habe so eine Ahnung, dass sie sehr traurig ist und momentan nichts dagegen tun kann. Darum müssen wir uns eine schöne Zeit machen. Ah ja, genau so machen wir das. Auf Wiedersehen. Wir sehen. Ciao! So. Kann ich die Maske aufziehen? Etwas billiges Plastik. Nee, aber die noch ein Requisit eines autodidaktischen Pyrotechnikers. Kriege ich damit jetzt den Maskierten von der Brücke weg? Dieser Figur. Denk nach, Sylvie. Kann ich im Mülleimer vielleicht jetzt was finden? Oh. Ja, leere Champagnerflasche. Denk nach, Sylvie. Ah ja, es ist ja auch. Warum ist da noch mehr Absperrband? Und Werkzeugkasten. Schere, Zange. Noch was? So, jetzt kann ich mich ausprobieren, wir ne? Wir brauchen eine Alternative. Ja gut, was soll ich mit der Zange beim Absperrband? Wir brauchen eine Alternative. Okay. Die Kordel vielleicht mit der Schere? Wir brauchen eine Alternative. Okay. Wir brauchen eine Alternative. Wir brauchen eine Alternative. Das ist jetzt der häufigste Satz. Vorgänger war es ja immer dieses. Wir brauchen eine. Das geht so nicht. Das wird nicht funktionieren. Okay, ich kann damit auch nichts machen. Stumpf, aber spitz. Stumpf, aber spitz. Etwas billiges Plastik über dem Gesicht und man ist eine komplett andere Person. Noch ein Rick. Das hab ich ja alles. Ein tolles, starkes Seil. Ja, aber was soll ich denn mit dem Seil? Ich verstehe das noch nicht so recht. Was ich mit den Sachen, die ich jetzt habe, halt machen soll, ne? Kanal. Will einmal gut. Zum Kanal selber kann ich ja auch noch gehen. Da ist eine leere Gondel bei der Mauer der Scuola. Die Frage ist, wie komme ich da drauf? Kann ich über das Fenster oben? Ich habe als Kind immer Rauchbomben aus Tischtennisbällen gemacht. Was für ein Spaß. Okay. Soll ich jetzt Rauchbomben basteln? Ich habe nämlich gesagt... Ah, da ist eine Falltür. Ich bin neugierig, wofür Sie diese Falltür benutzt haben. Etwas blockiert den Deckel. Denk nach, Sylvie. Ah, okay. Ah. Okay, das bleibt nicht zu auf. Zu schwer. Zu schwer? Vielleicht geht das ja mit der Kordel. Mhm. Und dann mit dem Seil. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Hätte ich jetzt gesagt. Keine Chance. Ich werde nicht in den Kanal springen. Nicht? Das wird nicht funktionieren. Wie, das wird nicht funktionieren?
Da, genau, so wollte ich das. Ich habe nur nach dem Punkt gesucht, wo ich das festmachen kann. Ha, das hat sogar gefunkt. Der Mann auf der Brücke wird es bemerken, wenn ich verschwinde. Und der Graf hat mich gebeten, vorsichtig zu sein. Verschlossen. Die Tür ist schon mal zu. Gut, dass wir die Schlüssel abgegeben haben. Da haben wir einen Stock. Und dann können wir uns die Gondel näher angucken. Hier haben wir einen Türschlüssel, Streichhölzer, zerbrochene Kaputt. Stange. Mit so etwas kann ich nicht rudern. Mehr haben wir hier nicht. Eine gute Fackel ist schon was. Aber eine Rauchbombe noch mehr. Ja, ja. Wir brauchen eine noch ein Requisit. Kann ich da irgendwie was abschneiden, aufmachen? Oh ja. Geht nicht. Nee, geht nicht. Die Fackel ist fast fertig. Etwas fehlt noch. Etwas fehlt noch. Was hab ich denn? Achso, hupsa. So? Probieren geht über Studieren, Nein. heißt es. Der Stock? Denk nach, Sylvie. Nein, kann ja auch nicht sein. Achso, warte mal, die Tür. Ich wollte das Schloss, den Schlüssel nehmen. Da komme ich jetzt auf jeden Fall ins Foyer rein. Hab ich jetzt hier irgendwas Neues? Plattform, Reißwolf. Aber macht ja auch keinen Sinn. Das wird nicht funktionieren. Vor allem für irgendwas brauche ich den Reißwolf und ich habe keine Ahnung für was. Ich auch alles schon. Was brauche ich noch, um diese Rauchbombe fertig zu machen? Ich weiß es einfach nicht so recht. Verschieben wir. Geht nicht. Denk nach. Okay. Das tut er schon mal zusammen und dann vielleicht das zusammenbinden. Dann habe ich schon mal ein Ruder. Jetzt fehlt nur noch das hier. Ist eigentlich sowas, als würde sie ein Stück... Probieren geht über Studieren, heißt es. Ein Stück Stoff benötigen oder sowas. Aber wo kriege ich denn ein Stück Stoff her? Kann ich mir jetzt eigentlich das hier wieder nehmen, falls ich das bräuchte? Dann scheint das nicht relevant. Hier ist auch nichts mehr. Da war ja auch nichts. Hier war ja auch nichts weiter. Ich gucke jetzt nochmal bei dem Mülleimer. Habe ich da irgendwas... Nee, habe ich auch nichts übersehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da die Liste... Wir brauchen eine Alternative. Nee. Das ist keine gute... Das ist keine gute... Geht nicht. Probieren geht... Die Fackel ist... Die Fackel ist fast fertig, aber ja... Fehlt einfach was. Ich weiß nicht was. Vielleicht die getrockneten Dinger? Das wird nicht funktionieren. Was eigentlich hier machen? Ups, falsche Taste gedrückt, ja. Was muss ich zusammenpacken? Die kann ich gebrauchen. Dann verbrenne ich mir nicht die Hände. Probieren geht über... Geht nicht. Irgendwas fehlt. Irgendwas. Und ich habe keine Ahnung, was. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen umsehen und ein paar Sachen ausprobieren. Vielleicht mit den Leuten noch sprechen. Und ich hoffe, ich kriege dadurch des Rätsels Lösung. Ja, ich werde aber jetzt hier an der Stelle erstmal einen Schnitt setzen. Und dann eben mein Glück zwischen der jetzigen und der nächsten Folge versuchen. Und ja...
Mal gucken. Mal gucken, was das Rätselslösung ist. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss, eure Tell.